Hallo lieber Gideon, freut mich dich zu sehen und freut mich, dass wir hier sind für ein sehr besonderes Video. Und zwar heute wird es eine Analyse sein, einer E-Mail eines Narzissten. Es gibt hier ganz klar einen Kontext und zwar, einer meiner Klienten war in einer Beziehung mit einem Narzissten. Diese haben sich dann getrennt. All das Klassische lief, all die klassischen, ich nenne das mal Symptome vom Narzissten, war da. Es ist natürlich nicht harmonisch auseinandergegangen. Dann kam die Verarbeitungsphase und ein Jahr später hat der Narzisst versucht, sie wieder mit reinzuholen, wie man sagen würde, gehoovert. Sie hat ihn überall blockiert, die E-Mails, alles blockiert. Er hat sie auch versucht, und das werden wir in der Nachricht gleich sehen, überall irgendwie zu kontaktieren. Er hat es geschafft, sie über die Arbeitsstelle zu erreichen. Zum Glück hat sie die E-Mail abgefangen, bevor ihre Kollegin das lesen konnten. Und das ist ein Klassiker, dass Narzissten alles und wirklich alles probieren werden, um einen wieder zurückzuholen. Und da ist es ihnen egal, welchen Effekt das auf einen haben wird bei der Arbeitsstelle, dass er da schreibt, obwohl es ein komplett privates Thema ist. Wir werden da einmal reinstarten und schauen, Schritt für Schritt, Zeile für Zeile das auseinandersehen, was können wir von dieser E-Mail einmal lesen. Vielen Dank einmal an die Person, die mir das zugeschickt hat. Und ohne weiteres, herzlich willkommen, lieber Gideon. Wie geht's dir? Vielen Dank, hallo zusammen. Ich freue mich wieder hier bei dir zu sein für eine weitere Zusammenarbeit. Starten wir gerne direkt rein. Gideon, magst du die ersten Zeilen einmal vorlesen? Wollte nur mal hören, ob es dir gut geht. Habt ihr auf G-Messages geschrieben? Was ich hier gleich wieder interessant finde, das ist ja häufig so bei Narzissten, das hatten wir auch schon mal in einem Brief, den wir gemeinsam analysiert haben, dass schon im Vornherein, ganz am Anfang, wird schon die Ambition angekündigt. Und dann ist es dann immer spannend, was danach noch folgt. Ob das die Worte, die dann darauf folgen und die Taten, die darauf wirklich folgen, ob das dann auch wirklich zu dieser ursprünglichen Ambition auch passt, die da genannt wurde am Anfang. Es wird einmal kurz verharmlos, wollte nur mal hören, ob es dir gut geht. Ganz kleiner, verharmlosender Anfang hier, um dann direkt reinzukommen. Und vor allem, direkt in der nächsten Zeile ist es ein Vorwurf wieder, ein indirekter Vorwurf. Habt ihr auf G-Messages geschrieben? Also quasi, warum hast du nicht geantwortet? Ich versuche dich die ganze Zeit zu erreichen. Ich habe dir geschrieben. Du hast mir gefälligst zu antworten. Das heißt, hier auch direkt wieder Schuld machen, auf die Emotionsader draufdrücken. Genau, also ganz klar verharmlosen und dann ja, Vorwurf, Schuld machen. Ja, und es ist spannend, weil der erste Satz, der beginnt ja schon so lieb, weißt du? Der beginnt richtig nett. Ich wollte nur mal hören, wie es dir geht, was macht das Leben, wie geht's dir, wie ist es dir in der Zwischenzeit ergangen? Wie gesagt, man muss ja dabei berechnen, dass da ja auch mindestens ein Jahr dazwischen ist, seit da das letzte Mal der Kontakt war, und dann kommt hier, wollt mal hören, ob es dir gut geht. Und G-Messages heißt übrigens, steht übrigens für SMS. Ja. Ja, das hast du mir noch erklärt, bevor wir gestartet haben, die Android-Version von SMS. Da mache ich mit den nächsten zwei Zeilen einmal weiter. Bekomme auf Google Fotos immer Erinnerungen von den letzten Jahren. Wollte mich nochmal für die schöne Zeit mit dir bedanken. Hier wird wieder aufgebaut. Ich bekomme Google Fotos angezeigt und die Erinnerung, das heißt, hier wird das Sentimentale benutzt. Wollte mich nochmal für die schöne Zeit mit dir bedanken. Das ist ein Klassiker. Alles Schlechte wird wegignoriert und ja, man geht auf die guten Zeiten ein. Und hier möchte ich einmal sagen, allgemein bei dieser Nachricht oder bei Nachrichten von Narzissten, der Kontext ist unglaublich ausschlaggebend. Das heißt, wie du gesagt hast, Gideon, mindestens ein Jahr kein Kontakt und auf einmal kommt hervor, ich bekomme die Fotos angezeigt von den letzten Jahren. Ich wollte mich für die unglaublich schöne Zeit bedanken. Dabei darf man eben nicht vergessen, eigentlich, also die Menschen kennen sich mittlerweile jetzt nicht mehr so gut. Und das ist jetzt nicht so, als ob man mit seinem Partner sprechen würde und sagen würde, ich möchte mich für die schöne Zeit bedanken, die Fotos sind so schön, sondern man spricht mit jemandem, wo man eigentlich überhaupt keinen Kontakt mehr hat. Und er schreibt gerade die Arbeitsstelle an und nicht ihre private E-Mail-Adresse, sondern die Arbeitsstelle an. Das heißt, das an sich macht man auch einfach nicht. Und da
werden dann diese Sachen reingeschrieben, als ob alles normal ist, als ob alles wunderschön ist und perfekt ist und als ob sie ja eigentlich schon quasi immer noch zusammen sind. Ich wollte mich bedanken für die schöne Zeit, und ich schaue mir immer weiter diese Fotos an. Also Beziehungen mit Narzissten enden mit einem Knall. Und da passiert ganz vieles. Da passieren ganz viele Grenzüberschreitungen. Da passiert ganz viel Mieses. Man wird da wirklich förmlich angegriffen und rausgeekelt und kriegt noch mal richtig eine auf den Deckel. Also da passiert ganz viel. Da passiert so unglaublich viel Negatives bei einer Trennung mit einem Narzissten. Und das Spannende ist dann, dass Narzissten dann aber so andocken können, als ob nie was passiert wäre. Wie als hätten die eine Momentaufnahme gemacht und alles nach dieser Momentaufnahme wäre quasi niemals passiert. Und die machen jetzt einfach bei dieser Momentaufnahme weiter. Hier gibt es ja auch wieder Grenzüberschreitungen. Also, dass er jetzt über die Arbeit geht, das ist schon so eine massive Grenzüberschreitung. Was hat denn Privates bitte an diesem Arbeitsplatz verloren? Und ich finde, das ist aber, passt auch zu der Grenzüberschreitung bei habt ihr auf G-Messages geschrieben, weil da kamen ja die Nachrichten offensichtlich nicht durch. Und er wurde ja auch auf E-Mail geblockt, auf der privaten E-Mail. Und jetzt, obwohl das Signal ja eigentlich für ihn deutlich sein müsste, hey, ich möchte nichts von dir hören, ich möchte keinen Kontakt mit dir, lass mich bitte in Ruhe. Da ist das Signal ganz klar, lass mich in Ruhe. So, und er schlingelt da trotzdem seine Wege drumherum, findet da trotzdem seine Wege und hat ja dann auch gar kein Problem, das dann auch so einfach zu machen, tut so, als wäre da nichts dabei. Dass jetzt hier auch wieder mehrere Grenzüberschreitungen stattfinden, die dann aber runtergespült werden. Das finde ich ganz auffällig hier auch noch. Ich wollte mich nochmal für die schöne Zeit mit dir bedanken. Ja, toll, das kommt jetzt ein Jahr später, also einfach aus dem Nichts. Das wäre etwas gewesen, das wäre Teil des Trennungsprozesses gewesen. Also wenn man es mit einem gesunden Partner zu tun gehabt hätte und es eine gesunde Beziehung gewesen wäre, dann wäre ja das Teil des Trennungsprozesses gewesen, der unmittelbar am Ende der Beziehung stattfindet. Aber jetzt hast du ja einfach mal eine Verzögerung von ein Jahr. So, während die Klientin da garantiert durch die Hölle auf Erden gegangen ist, kommt er einfach nach einem Jahr und sagt, ja, hey, vielen Dank dafür. Ganz oberflächlich betrachtet sieht das natürlich jetzt alles nicht so schlimm aus, aber wenn man diese Trigger dahinter sieht und wenn man diese ganzen Mechanismen dahinter sieht, dann sind diese paar Sätze schon ein unheimlicher Schlag ins Gesicht. Ja, überhaupt von der Person zu hören und eben wie diese Person versucht, ganz verzweifelt jede Möglichkeit auszunutzen, einen zu erreichen, das an sich kann sehr wütend machen, wo man sich dann denkt, welche Freiheit nimmst du dir eigentlich? Und hier ist es auch wirklich sehr, sehr wertvoll, wenn man sich mit dem Thema auseinandersetzt. Das heißt, ich merke, mein Partner ist irgendwie, da stimmt irgendetwas tiefgründig nicht. Ich google, ich komme auf das Wort Narzissmus. Wenn es geht, ich trenne mich. Und dann verarbeite ich und verstehe so viel wie möglich, weil wenn dann diese Huber-Versuche kommen, weiß ich ganz genau, was passiert. Dann kann ich sagen, ah, darüber habe ich gelesen, darüber wurde ich informiert, hierüber habe ich schon gesprochen und habe mich damit auseinandergesetzt und kann dann das ganz klar erkennen und durchlesen. Das hat sie mir dann auch so gesagt. Das war sehr gut, dass wir uns damit auseinandergesetzt haben, weil im Endeffekt war das dann gar nicht mehr triggernd für sie, weil sie ganz genau wusste, wie sie das zuordnen kann und wusste im Endeffekt einfach ignorieren und jetzt auch bei der Arbeit blockieren und wusste da dann direkt vorzugehen. Und das ist der unglaublich große Vorteil, wenn man sich dann eben damit auseinandersetzt und wenn man sich dann trennt, nicht sagt, okay, weiter so, ist egal, das ist in der Vergangenheit, sondern sich dann wirklich damit auseinandersetzt, denn wenn diese Momente dann wieder kommen, diese Situation, da kann man das live. Die narzisstische Taktiken, das narzisstische Spielchen kann man dann live erkennen. Und das kann sogar helfen in der Verarbeitung, wo man dann wirklich die Bestätigung bekommt, okay, das passt eins zu eins zum Bilderbuch des Narzissten.
Das bestätigt einfach nur den Verdacht, den großen Verdacht, den ich hatte, der sowieso eigentlich schon bestätigt war, aber das ist jetzt nochmal eine Bestätigung obendrauf. Es ist sehr gut, dass du das alles erwähnst, weil jetzt in diesem Beispiel ist es ja so, und es ist ja häufig so. Da ist jetzt ein Jahr dazwischen, circa. Das heißt, ein Jahr ist ja schon mal eine gute Zeit, um massive Fortschritte auf dem Heilungsweg zu machen, um sich eben von so einer toxischen Beziehung zu erholen und auch diesen Entzug durchzustehen. Weil, wie gesagt, toxische Beziehungen, narzisstische Beziehungen machen ja auch abhängig. Und ein Jahr, da kann man viel erreichen, da kann man wirklich gut vorankommen schon mit dem Heilungsweg, mit der Heilung, mit der Erholung von all dem, was da passiert ist, an emotionalem Missbrauch. Und ich finde es spannend jetzt, weil ich kann mir so richtig gut vorstellen, wie die Klientin schon vielleicht schon 60, 70% der Heilungsarbeit geleistet hat oder vielleicht sogar noch mehr. Und dann kommt er. In diesem Moment kommt er, wie als könnte er es riechen, dass wenn er jetzt nicht andockt, verschwindet die Zufuhrquelle für immer. Weißt du, was ich meine? Als hätte er gemerkt, dass jetzt die Luft so langsam ausgeht. Das finde ich sehr spannend. Ja, Ja. das ist sehr interessant, dass du das sagst, denn das ist diese Zeit ohne die Heilungsarbeit, ohne das Verstehen, ohne das damit auseinandersetzen, wäre das die Zeit, wo man dann gerade darüber hinweg ist, wo man denkt, okay, jetzt habe ich das verarbeitet, jetzt bin ich darüber hinweg. Und genau dann melden sich Narzissten wieder. Das heißt, das ist so ein Zeitfenster, ob man sich jetzt damit, das heißt, wenn man sich nicht damit auseinandersetzt, hat man es gerade irgendwie geschafft, aber die Fäden sind noch irgendwie da, damit man vielleicht doch noch zusammenkommt. Wenn man sich damit auseinandersetzt, ist genug Zeit dazwischen zu sagen, ich erkenne das sofort. Ich habe alle Nachrichten vom letzten Jahr nochmal gelesen, habe damals viele Fehler gemacht. Ich fühlte mich angegriffen und habe dich verletzt und bin nicht voll hinter dir gestanden. Es war so eine festgefahrene Situation. Ja, das ist halt spannend. Jetzt werden erst so schöne Bilder im Kopf gemacht, sag ich mal, und die schönen Momente, also so ein bisschen weich machen, sag ich mal. Jetzt wird hier versucht, einen erstmal ein bisschen weich zu machen, und jetzt kommt auch noch die Selbstreflexion in Anführungsstrichen und die Einsicht, Ja, ja. das können Narzissten unglaublich gut, einem das Gefühl geben, ich habe darüber nachgedacht. Ich habe über bestimmte Sachen reflektiert. Vielleicht können wir einmal darüber reden, vielleicht können wir einmal tatsächlich tiefgründig darüber sprechen, auch wenn wir nicht nochmal zusammenkommen. Vielleicht können wir dann ein letztes klärendes Gespräch haben, damit wir irgendwie wieder Harmonie finden. Auch sollten wir auseinandergehen, vielleicht aber kommen wir doch wieder zusammen. Und da ist die Wahrheit, das stimmt einfach nicht. Also in bestimmten Momenten können Narzissten tatsächlich ganz oberflächlich wischiwaschi etwas zugeben, so wie er es hier macht. Ich habe alle Nachrichten vom letzten Jahr nochmal gelesen, habe damals viele Fehler gemacht. Und das kann natürlich alles sein. Man selbst geht davon aus, er bezieht sich auf die Fehler, die halt wirklich extrem verletzend sind und schlimm waren für einen. Und das auch im Kontext, den darf man nicht vergessen. Es handelt sich hier um einen Narzissten. Das heißt, er hat für viele schlimme Sachen gemacht, die einfach extrem verletzend sind. Dabei, es kann gut sein, dass er gar nicht diese Fehler meint. Vielleicht meint er Rechtschreibfehler. Also es kann wirklich alles sein. Und dann im Gespräch merkt man, oh, also irgendwie reden wir aneinander vorbei. Irgendwie habe ich was Falsches aufgenommen und erwartet. Und auch da, er hat ja nie spezifisch gesagt, was jetzt genau schief lief. Er hat nicht gesagt, ich erinnere mich an die Zeit, wo, und ich denke mir jetzt irgendetwas aus, wo ich dich komplett stehen lassen habe in der Stadt im Regen und ich bin nach Hause gefahren und du musstest eine halbe Stunde nach Hause laufen. Zum Beispiel. Es ist einfach irgendein Beispiel aus der Luft gezogen. Darauf geht er nicht spezifisch ein. Es ist ganz allgemein gefasst. Und was jetzt genau diese Fehler sind, ja, das wird sich dann später im Gespräch herausstellen und eben, er wird nicht darauf eingehen, was tatsächlich schlimm war, sollte es zum Gespräch kommen, was natürlich, wovon ich natürlich stark abrate. Genau, das heißt, man denkt, er hat reflektiert. Und dann hier der Punkt, ich fühlte mich angegriffen und habe dich verletzt und bin nicht voll hinter dir gestanden. Es war so eine festgefahrene Situation.
Ja, Narzissten fühlen sich immer angegriffen, fühlen sich ständig angegriffen. Das heißt, hier ist sogar ein bisschen oder hier ist sogar Wahrheit da dran. Narzissten fühlen sich immer und ständig angegriffen. Sie, aber selbst, was er sich gerade denkt, ich fühlte mich angegriffen, weil du mich angegriffen hast und ich hatte das absolute Recht dazu, all das zu machen, was ich getan habe. Das ist jetzt natürlich nicht hingeschrieben, aber das denkt er sich beim Schreiben. Ich fühlte mich angegriffen und habe dich verletzt, bin nicht voll hinter dir gestanden. Und auch das will man hören. Das will man hören, vor allem von der Person, die einen so sehr verletzt hat. Das heißt, er trifft es so den Nagel so sehr auf den Kopf. Wenn man sich nicht, und hier sieht man, wie wichtig es ist, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Die Zuschauer allgemein, ihr habt ja auch Narzissten das erfahren. Stellt euch vor, die Person, die euch so verletzt hat, schreibt euch das. Ich habe dich verletzt. Und ich bin nicht hinter dir gestanden. Das trifft einen ja ins Herz und das wärmt einem das Herz und Ja. das denkt, endlich, ja, können wir bitte darüber sprechen, aber ganz, ganz großes Achtung, ganz großes rotes Ausrufezeichen, das ist nur eine Taktik, dass man sich wieder auf ihn reinlässt. Und wenn man dann einmal wieder gebunden ist und sich emotional öffnet, fällt das komplett weg. Und zum Beispiel eine Entschuldigung ist es ja auch trotzdem nicht. Also das steht ja nicht im Geringsten hier. Und dann noch, es war so eine festgefahrene Situation. Das ist eigentlich genau das Gegenteil von der Entschuldigung. Das heißt, einmal listet er auf, ich fühlte mich angegriffen und habe dich verletzt und bin nicht voll hinter dir gestanden. Und wenn man einmal weiß, wenn man sich mit Narzissmus ein bisschen auskennt, eigentlich bedeutet der Satz hier überhaupt nichts. Denn es ist so geschickt geschrieben, und habe dich verletzt und bin nicht voll hinter dir gestanden. Aber er fühlte sich angegriffen, weil er ja das absolute Recht dazu hatte, weil im Endeffekt du so böse warst. Und dann nicht, es tut mir leid, sondern es war so eine festgefahrene Situation. Also, ich konnte eigentlich nichts dafür. Also zu dem einen Punkt, das ist mir auch aufgefallen, als er es jetzt schreibt, habe damals viele Fehler gemacht. Also das ist, wie du schon richtig gesagt hast, das ist einfach nicht konkret. Das ist einfach nicht konkret. Und dadurch, dass das nicht konkret ist, hat er das Gegenüber, wie soll ich sagen, da ist ja dann ganz viel Spielraum für Fantasien. Also wie soll ich das sagen? Dadurch, dass er da nicht konkret wird, kann ja die Betroffene dann ihre eigenen Wünsche und was sie vielleicht mal angemerkt hat und was sie erwartet hätte, kann sie ja dann so gesehen da rein projizieren. Also das ist auch so, dass er nicht konkret wird, ist auch wie so eine Projektionsfläche für das Gegen, also für den Narzissten jetzt. Weißt du, was ich meine? Ich fühlte mich angegriffen und habe dich verletzt und bin nicht voll hinter dir gestanden. Da gebe ich dir recht, das ist genau das, was du eigentlich so hören wollen würdest. So diese Einsicht und hey, das war nicht okay, ich habe dich verletzt, ich habe dich verletzt. Diese Dinge, die möchte man hören, weil wenn man sich ja, sag ich mal, von einer narzisstischen Person trennt, da ist ja nichts geklärt. Da ist überhaupt nichts geklärt, sondern man hat einfach diese massive Wunde in sich. Und es wird nichts besprochen, es gibt keine Aussprache, es gibt keine Entschuldigung, es gibt keine Lösungen. Man bewältigt nicht den Verarbeitungsprozess ein Stück weit zusammen, sondern man wird da einfach vor vollendete Tatsachen gestellt am Ende einer narzisstischen Beziehung. Und dann hat man eben diese massive Wunde. Und man möchte diese massive Wunde natürlich stillen, weil diese Wunde einen so zerfrisst und einem so wehtut und so belastet. Genau, und dann sind es genau die Dinge, die man eigentlich hören wollen würde, wie du schon richtig gesagt hast. So, jetzt ist es aber bei Narzissten so, dass die natürlich mit Absicht einen mit dieser Wunde hinterlassen, damit sie eben, genau wie es in diesem Fall jetzt, in diesem Beispiel der Fall ist, der Narzisst zurückkommen kann und sagen kann, du hast jetzt diesen Schmerz noch, schau mal, ich habe jetzt die Lösung für dich. Ich helfe dir jetzt, ich rette dich jetzt, vertraue mir doch, wir kriegen das alles wieder hin. Und genau das passiert gerade und das ist das Ding bei Huvern. Ja, dass dann diese Wunde und diese vielen Fragen,
etc. pp., dass es dafür all das, dass es da jetzt plötzlich die vermeintliche Lösung gibt und der Narzisst mit dieser Lösung jetzt angeblich um die Ecke kommt, auf die man so lange gewartet hat. Genau. Und was mir noch bei dieser, es war so eine festgefahrene Situation auffällt, das ist ja auch schon wieder eine Rechtfertigung und ein Abgeben der Verantwortung, eine festgefahrene Situation. Es war so eine festgefahrene Situation. Was heißt denn festgefahren? Festgefahren heißt, du konntest nicht anders. Du kannst nicht rechts abbiegen oder links abbiegen. Du bist festgefahren. Weißt du, wie ich meine? Du hängst da. Und das ist so, was ich meine. Das ist so ein bisschen auch wieder Pity Play und auch die Abgabe der Verantwortung, dieses so nach dem Motto, ja, das ging halt für mich damals nicht anders. Ich konnte gar nicht anders reagieren. Das ging für mich nicht anders. Und dann ist die Frage, was würde dann vielleicht als nächstes kommen im Gespräch? Kommt dann, jetzt kommt zuerst, ich konnte damals nicht anders, und dann im nächsten Gespräch würde wahrscheinlich kommen, wegen dir konnte ich nicht Ja, anders. gehen wir weiter zu den nächsten zwei Zeilen. Die zwei Zeilen waren sehr, sehr ausschlaggebend hier in der Mail. Möchte ich da einmal noch kurz hinzufügen. Da waren wirklich viele Informationen drin. Genau. Manche Sachen sehe ich heute anders. Damals konnte ich es nicht. Wenn du nicht alle Bilder gelöscht hast, bekommst du sicher auch eine Erinnerung von den letzten Jahren. Manche Sachen sehe ich heute anders. Damals konnte ich es nicht. Das ist ähnlich wie bei dem Satz davor mit, es war so eine festgefahrene Situation. Hier sagt das sogar nochmals konkreter. Ich konnte es einfach nicht, weil im Endeffekt, das denkt er sich innerlich, du dran schuld bist. Wegen dir konnte ich nicht anders. Aber ich möchte die Zufuhr hier nicht verlieren. Du hast mir eine so gute Zufuhr gegeben. Ich konnte immer weiter negativ sein. Ich konnte dich immer weiter herablassen. Und du hast dann gesagt, nee, so will ich nicht, dass man mit mir umgeht. Und dann war ich verletzt und ich konnte nicht anders, weil ich im Endeffekt eben ein Narzisst bin und so darauf reagiere. Ich möchte dich verletzen. Wenn du sagst, bitte verletz mich nicht, das lasse ich nicht zu, dann bin ich verletzt. Natürlich, ja. Reagiere ich dementsprechend? Damals konnte ich es nicht und in Zukunft wird er es auch nicht anders können. Manche Sachen sehe ich heute anders, auch sehr allgemein gefasst, nichts Konkretes. Und es gibt bei Narzissten konkrete Punkte, die man aufgreifen könnte, aber warum? So wie du schon sehr schön gesagt hast, Gideon, so überlässt er es der anderen Person, seiner Ex-Partnerin. Was er denn jetzt vielleicht meinen könnte, und das könnte alles sein, aber die Sachen, die man wirklich hofft, das ist es einfach nicht. Und dann zu dem Satz, wenn du nicht alle Bilder gelöscht hast, und hier Rechtfertigung, wenn du nicht alle Bilder gelöscht hast, hast du alle Bilder gelöscht, hast du ja oder nicht, und wenn ja, dann bin ich so verletzt und so beleidigt, auch wieder indirekter Vorwurf, zwar nicht nadelstichhart, aber automatisch kommt man innerlich in diesen Rechtfertigungsdrang. Wenn du nicht alle Bilder gelöscht hast, bekommst du sicher auch eine Erinnerung von den letzten Jahren. Das ist im Endeffekt einfach nur ein Nostalgiesatz, wo man sich zurückerinnern soll und ach, herrje, und das war ja doch irgendwie ganz schön. Das heißt auch hier einfach, ja, klassischer Trick des Narzissten. Also bei manchen Sachen sehe ich heute anders. Damals konnte ich es nicht. Da ist ja auch wieder diese toxische Hoffnung, die man ja immer, also die man ja ständig hat mit Narzissten, dass man es doch noch irgendwie schafft, es dem narzisstischen Gegenüber klar zu machen, dass wenn man jetzt noch ein bisschen mehr leistet, dann plötzlich wird die Beziehung gut laufen. Auch wenn man das doch noch ein bisschen ändern würde oder wenn man jetzt noch gemeinsam in die Therapie gehen würde, dann wäre doch alles perfekt und dann hätte man diesen super guten Menschen von Anfang wieder oder der auch im Laufe der Beziehung da hin und wieder mal aufblitzt. Dann könnte man den festhalten, dann hätte man den und dann wäre alles hier Friede, Freude, Eierkuchen. Und ich finde, da ist so, da wird auch einfach wieder mit dieser Hoffnung gespielt. So, ja, vielleicht hat das jetzt endlich eingesehen. Vielleicht hat es sich jetzt geändert. Vielleicht habe ich jetzt wirklich diesen Traummann aus der Anfangszeit und vielleicht bleibt er jetzt auch. Und ja, du hast recht auch mit diesem, dass das schon wieder so ein Vorwurf ist. Wenn du nicht alle Bilder gelöscht hast, bekommst du sicher auch eine Erinnerung von den letzten Jahren.
Da würde ich aber gleich nochmal drauf eingehen, weil das auch perfekt zum nächsten Satz passt. Jetzt aber erst einmal, was ich noch dazu sagen möchte, da sieht man auch, dass nach einer Trennung mit einem Narzissten oder einer Narzisstin diese Spielchen mit diesen Bildern und das über Social Media da noch Informationen geteilt werden, das ist ja auch so ein Phänomen, das immer und immer wieder vorkommt. Und da finde ich, sieht man auch, dass das etwas ist, jetzt auch an diesem Beispiel, das eigentlich bewusst so gemacht wird, das bewusst platziert wird, um die Wunde, die man durch den emotionalen Missbrauch und durch den Narzissten bekommt, dass die wie aufgehalten bleibt. Weil das ist ja ganz häufig so bei Narzissten, dass die dann irgendwie Urlaubsbilder plötzlich auf Facebook posten oder in den Status oder das Profilbild ändern und quasi so auf unterschwellige Art und Weise kommunizieren, beziehungsweise sich dadurch immer wieder ins Bewusstsein einer Betroffenen oder eines Betroffenen rufen. Ja, und ich finde, das siehst du hier auch. Mir wird dann ganz traurig ums Herz. Wir hatten was Großes. Auf einer einsamen Insel wären wir sicherlich unendlich glücklich geworden. Mir wird dann ganz traurig ums Herz. Wir hatten was Großes. Und ich finde, das steht unmittelbar mit dem Satz im Zusammenhang, den er vorher geschrieben hat. Dieser Vorwurf. Also ich finde, das liest sich wirklich wie ein Vorwurf. Du hast das große, ja, das große, das wir hatten, du hast es ja weggeworfen. Das siehst du jetzt richtig, dieses Muster. Erst so die gute Ambition, dann schon so ein bisschen so ein kleiner Vorwurf, so ein kleines schlechtes Gewissen machen. Dann haben wir die toxische Hoffnung. Dann kommt plötzlich die Einsicht aus dem heiteren Himmel. Dann kommt wieder ein bisschen was zur toxischen Hoffnung. Und jetzt kommen so langsam die heftigeren Vorwürfe, so jetzt zum Ende hin. Weißt du, was ich meine? So, jetzt wird schon, jetzt geht es schon wieder ganz schön abwärts, nachdem das alles so schön angefangen hat. Es wird einem vermittelt auch, wir hatten was Großes und bei Narzissten spaltet sich das Verhalten auf in extrem positiv für einen, extrem positive Erinnerung, extrem negativ. Das Positive sind in Einzelfällen. Das Negative auch Einzelfällen, aber auch insgesamt. Das Negative ist diese insgesamte Einstellung, die man abbekommt. In Einzelfällen reingezoomt gibt es sehr positive Erinnerungen, die man hat. Und was Narzissten machen, sie zielen haargenau dieses Positive an, wo sie einem dann immer weiter vermitteln, guck mal, wie schön das war und wie toll das war. Und ja, es gibt diese positiven Erinnerungen, weil sonst hätte man sich ja erst gar nicht auf die Person eingelassen. Sonst wäre man ja direkt nach einem Tag wieder gegangen. Das heißt, diese positiven Sachen werden extrem angesprochen und dann wird gesagt oder vermittelt, willst du das wirklich aufgeben? Guck mal, wie toll das war. Willst du das verlieren? Und dann stellt man sich innerlich die Frage, will ich das aufgeben? Will ich das wirklich einfach so hinwerfen, weil ich jetzt beleidigt bin? Vielleicht übertreibe ich es jetzt. Und hier sieht man, wie clever Narzissten in der Manipulation vorgehen, ohne direkt mit den Worten gesagt zu haben, du gibst das ganz tolle auf. Diese Emotionen werden im Betroffenen getriggert. Diese Emotionen, diese Gefühle, diese Worte kommen dann einfach in einem hoch. Und das ist einfach ganz klar auf eine geschickte Art und Weise da so hingelenkt. Hast du sehr gut gesagt. Und ich würde gerne noch hinzufügen, das Ding ist ja auch noch das, dass, weil ja Narzissten haben ja keine Empathie, aber Narzissten haben eine sehr starke Intuition und die können Menschen extrem gut lesen. Das heißt, die wissen genau, was man braucht, was einen triggert, was einem nicht gut tut, was man sich wünscht, wonach man sich sehnt. Und da docken Narzissten ja natürlich an, um einen zu manipulieren. Dass es ja diese positiven Momente, wie du schon gesagt hast, die gibt es ja. Und darüber hinaus ist es aber auch so, dass dadurch, dass der Narzisst sich ja an dir zunächst mal anpasst und genau erkennen kann, was du brauchst, ist es dann auch so, dass diese positiven Momente, die man hat, ja auch besonders schön
wirken und was wirklich, sag ich mal, in dem Sinne ja dann außergewöhnlich sind. Ja, und dann später werden die, kommen die einem ja noch außergewöhnlicher vor, aufgrund der intermittierenden Verstärkung. Also, weil man dann quasi immer wieder auf Entzug ist und dann diesen Kontrast hat. So, es ist positiv, dann wartet man, dann ist man völlig ausgehungert, bis wieder was reinkommt. Und dann kommt wieder etwas Positives rein, was einem dann durch den Entzug natürlich positiver vorkommt. Und da wird auch, finde ich, viel damit gespielt. Und ja, da dockt er genau an, wie du richtig gesagt hast, Mike, wirklich an diesen positiven Momenten. Und was dabei auch wieder, finde ich, schön zu sehen ist, dass Narzissten halt wirklich immer dasselbe Programm ablaufen lassen und immer im selben Programm leben. Eben dieses Idealisieren, Abwerten, Entsorgen. Idealisieren, Abwerten, Entsorgen. So, und es ist jetzt ja wieder eine Idealisierung. Jetzt heißt es nicht nur, dass es da schöne Momente gab, sondern jetzt heißt es, wir hatten etwas Großes. So nach dem Motto, das, was wir hatten, das war einmalig. Das war einmalig. Das ist immer noch einmalig. Lasst es doch wieder ins Leben rufen. Also weißt du, dieses, da ist wieder dieses Idealisieren auch dabei. Es reicht nicht zu sagen, dass es schön oder gut war. Nein, es war was Großes. Also wieder völlig überspitzt und völlig, ja, also so idealisiert einfach. Da fällt mir auch noch etwas dazu ein, zu einem Satz davor. Oder beziehungsweise zu diesem Satz. Mir wird ganz traurig ums Herz, wir hatten was Großes. Mag sein, aber wer hat denn jetzt die andere Person einfach nur für sich selbst ausgenutzt, für die eigenen Zwecke ausgenutzt und das aufgegeben und fallen gelassen? Das heißt, es ist ja sehr einseitig bei Narzissten, ganz klar. Ja, wir hatten vielleicht was Großes und dann, warum hast du dann dein narzisstisches Spiel gespielt, mich unglaublich verletzt, mich immer weiter emotional auseinandergerissen und ein gesunder Mensch, der weiß, auf sich selbst zu achten, wird sich aus dieser Beziehung entfernen. Ganz normal. Das heißt, für ihn war es was sehr Großes, weil er eine perfekte Zufuhrsquelle hatte. Natürlich will er das nicht aufgeben. Aber als die betroffene Person will man auf jeden Fall raus. Und da ist das wirklich das Beste, sich da zu entfernen und sich nicht von diesen übersentimentalen Sätzen mitreißen zu lassen. Auf jeden Fall. Das ist sehr wichtig, was du sagst. Man will ja eigentlich gar nicht raus, zunächst einmal, wenn man in solch einer toxischen Beziehung ist. Man möchte eigentlich gar nicht raus, sondern man möchte, dass es wieder so gut wird wie am Anfang. Aber man kommt halt wirklich an den Punkt, wo man merkt, ich verändere mich hier negativ, mir geht es so richtig scheiße, ich bin emotional ausgelaugt, ich bin körperlich ausgelaugt, ich zerbreche hier noch, ich zerbreche hier einfach noch. Was macht man dann? Man setzt Grenzen. Man setzt Grenzen. Man muss sich einfach nur schützen, was man ja wirklich tun muss. Das ist die Pflicht von jedem und die Verantwortung von jedem, dass man sich wirklich schützt und dass man auch wirklich Nein sagt und auch gewisse Verhaltensweisen einfach nicht mehr toleriert. So, jetzt gibt der Narzisst dir aber das Gefühl, dass sobald du für dich einstehst und wenn du dich nur selbst schützt, als wärst du der Mensch, der jetzt alles wegwirft, wie es jetzt hier der Fall ist, oder dass du selber die absolute Narzisstin bist oder der absolute Narzisst oder der absolute Egoist. Also du reagierst auf das toxische Verhalten und dann werden dir Vorwürfe gemacht, weil du auf dieses toxische Verhalten reagierst. Ja. Ja. Und das, finde ich, schwingt dir auch einfach mit. Ich bin jetzt wegen dir traurig. Wir haben dieses Große nicht mehr. Wir haben dieses Große nicht mehr. Du hast mich traurig gemacht. Wegen dir haben wir dieses Große nicht mehr. Und ja, das tut mir weh. Du tust mir weh. Du hast das weggeworfen. Absolut, da kann ich zu 100% wirklich unterschreiben. Das finde ich auch wirklich eine sehr, ja, da würde ich dann einmal sagen, wenn man sich mit Narzissmus auskennt, dann kann man das eben analysieren und darüber hinwegschauen und erkennen, das kommt nicht von Herzen vom Narzissten. Das ist eben nicht, weil er dich als Person vermisst, er vermisst die Zufuhr. Und ja, auch dieser schöne letzte Satz, auf einer einsamen Insel wären wir sicher unendlich glücklich geworden, so etwas überdramatisches, übersentimentales.
Wenn ihr auf einer einsamen Insel wärt, ja, dann würde man realistisch gesehen einfach versterben, weil man nichts zu essen hat. Aber ja, wenn wir alleine sind und da, dann wären wir unendlich glücklich geworden. Das ist einfach nur so dieses übermäßige Kribbeln im Bauch, was Narzissten sehr gut können, aber das ist hier komplett fehl am Platz, meiner Meinung nach. Also das passt einfach überhaupt nicht rein und von der, ich sag mal so, wenn er einen schon mal gecatcht hat mit den Sätzen davor, dann ist das die Kirsche auf der Torte noch oben drauf. Ah, wir wären unendlich glücklich geworden. Wenn man sich dann aber ein bisschen auskennt, dann ist das nochmal das, genau das Gegenteil von der Kirsche oben drauf. Also die Kirsche, die beweist, ja, das ist einfach nur dahergeredet und sollte man einfach, kann man einfach nicht wirklich ernst nehmen, wenn man weiß, es geht ihm nur darum, seine Zufuhrsquelle zurückzubekommen. Und ich finde, was da auch noch ersichtlich wird, ist auch wieder das Weggeben von Verantwortung. So nach dem Motto, hätten die äußeren Umstände, Sehr jetzt sind gut. hier wieder die äußeren Umstände schuld. Also wenn die Umstände nicht gewesen wären, dann wäre alles super. Dann war es vielleicht, ich weiß nicht, da könnte man jetzt ja sagen, ich weiß jetzt ja nicht konkret, was die äußeren Umstände sind, aber da könnte jetzt der Narzisst, könnte ja dann auch sagen, es liegt an deiner Familie, es liegt an deinem Job. Es liegt bla 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 daran, es liegt an der Stadt, in der wir wohnen, bla 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 bla. Genau, also schön die Verantwortung wieder abgeben. Das fällt mir noch dazu ein. Das ist richtig Ja, gut. und du hast echt recht, das ist wirklich so die Kirsche auf der Sahnehaube. Ja, das finde ich richtig gut, was du sagst. Auch bei dem Punkt eben bei der Verantwortung. Jetzt werde ich dafür sorgen, dass die äußeren Umstände besser sind, damit wir unendlich glücklich werden können. Aber es liegt nicht an den Umständen, sondern an dem Narzissmus in der Person. Ganz klar, das finde ich sehr aufmerksam von dir. Das war ein wirklich guter Einwand, dass hier die Verantwortung auf die Umstände abgewälzt. Dann gibt es im Endeffekt noch zwei kleine Zeilen hier. Hab einen schönen Tag. Okay, erster Satz: Auf einer Insel wären wir unendlich glücklich geworden. Und dann hab einen schönen Tag, ciao. Auch klassisch. Es wird aufgebaut emotional und dann wird man fallen gelassen. Und dann letzte Zeile: Ich hoffe, du denkst auch mal an die schönen Tage. Das ist auch so ein unglaublicher Klassiker. Ja, man kann nicht nur an die schlechten Tage denken. Denk doch auch mal an die schönen Tage. Und da wird auch wieder im Endeffekt Verantwortung abgegeben. Das heißt, er bestreitet hier ja gar nicht mal, dass es die schlechten Tage gab, aber denkt doch auch einfach mal an die guten Tage. Ja, das ist einfach gesagt, als Narzisst, aber die schlechten Tage sind natürlich sehr, sehr schmerzvoll einfach nur für einen. Das heißt, insgesamt wirklich ein sehr, sehr schönes Beispiel und danke auch noch mal fürs Zusenden an die entsprechende Person. Und das wird auch vielen Menschen helfen, um zu sehen, wie Narzissten vorgehen, auch wenn es jetzt eben nicht so erstmal klar herauszuerkennen ist, aber mit dem Kontext und mit dem Wissen, wie Narzissten vorgehen, ja, kann man da schon sehr viel herauserkennen und rauslesen. Ja, es ist echt lustig, dieses hab einen schönen Tag, da hast du recht, das ist einfach wie dieses Fallen lassen. So, jetzt wurde hier von der großen Liebe gesprochen und wie schön noch alles sein könnte und paradiesische Zustände auf der einsamen Insel und jetzt, ja, hab einen schönen Tag. So, als werdet ihr jetzt hier, keine Ahnung, ein Bekannter, hab einen schönen Tag oder in irgendwie einem Dienstleistungskontext, so, weißt du, was ich meine, so. Hast jetzt einen Termin vereinbart, hab dann noch einen schönen Tag, so ganz wirklich von dieser absoluten Liebesebene ins ganz Formelle irgendwie. Und da hast du recht, das ist natürlich wie fallen gelassen werden. Und da sieht man das aber auch an dem ganzen Beispiel, diese Hin- und Her-Dynamik. Da geht es jetzt schon wieder in wenigen Sätzen, geht schon wieder sowas von hin und her, wenn du so etwas bekommst, diesen schriftlichen Huber-Versuch. Da kriegst du ja so viele unterschiedliche widersprüchliche Signale wieder einfach ab, dass du wieder total verwirrt bist und du gar nicht mehr weißt, wo jetzt oben und unten ist, weil es eben hier so, ja, wieder so widersprüchlich ist. Und das hat man ja sehr oft bei Narzissten, dass man, wie soll ich sagen, dass etwas gesagt wird, etwas getan wird. Und man merkt einfach, hey, irgendwie, das ist irgendwie nicht stimmig oder das ist irgendwie komisch oder irgendwie tut mir das weh. Aber man kann das kognitiv
gar nicht greifen. Und ich finde, das ist jetzt auch ein gutes Beispiel eben dafür, weil da jetzt wieder so viel ganz unterschwellig, subtil kommuniziert wird, aber jetzt wirklich auf dem ersten Blick oberflächlich betrachtet, das alles gar nicht so schlimm aussieht und so böse jetzt wieder. Ja, und ich finde, was halt auch immer wichtig ist zu betonen, dass wenn man Nachrichten von Narzissten bekommt oder wenn es Dialoge sind, wenn man irgendwie im Gespräch ist mit Narzissten, die Worte, die sind immer auf Trigger ausgelegt. Die sind wirklich immer auf Trigger ausgelegt. Jetzt ist es in diesem Beispiel so, da wird jetzt natürlich weniger auf das, ich sage jetzt mal, das Negative getriggert, sondern hier wird jetzt die Hoffnung getriggert und das Mitgefühl. Aber es sind immer Trigger und das ist auch das Schwierige, wenn man noch nicht die Heilung abgeschlossen hat oder noch nicht zu einem gewissen Maß die Heilung abgeschlossen hat, dann funktionieren diese Trigger noch. Funktionieren diese Trigger noch und dann ist man, wird man so emotional, dass man den Wald vor lauter Bäumen gar nicht mehr sieht. Und das ist ja genau das, was Narzissten wollen, dass du so getriggert wirst, dass du ja eben da gar nicht mehr, wie soll ich sagen, rational an die Sache rangehen kannst und rational Grenzen setzen kannst und dann auch gar nicht mehr durchschauen kannst, was das eigentlich für ein Spiel ist, was da getrieben wird mit dir. Also es ist immer auf die Trigger ausgelegt und wie gesagt, wenn man noch mittendrin ist, dann ist es sehr, sehr schwierig, sich nicht triggern zu lassen. Und deshalb ist auch No Contact einfach so wichtig. Wenn man so eine Nachricht bekommt, dann werden natürlich auch genau diese Trigger angesteuert. Die Folge von den ganzen Triggern ist im Endeffekt, nach einem Jahr schreibt er eine kurze E-Mail über die Arbeitsstelle und was passieren kann, man hat dann auf einmal das Gefühl, dass man ihm dann anfängt hinterherzulaufen. Es baut auf, ganz viel getriggert und dann plötzlich hab einen schönen Tag und tschüss. Und dann will man natürlich wissen, was steckt dahinter. Und dann fängt dieses Katz-und-Maus-Spiel wieder an. Und da eben genau richtig, wie du sagst, wenn man sich damit auseinandersetzt, kann man ganz klar erkennen, was für ja, Spielchen hier gespielt werden, einfach nicht ernst nehmen und im Endeffekt das als Bestätigung nehmen, dass man das Richtige getan hat und dass man auf dem richtigen Weg ist im Leben. Gideon, vielen lieben Dank fürs Ja. Dabeisein. Es war eine sehr gute Analyse. Ich hoffe, dass wir auch vielen Menschen da draußen helfen konnten. Bleibt stark und bis zum nächsten Mal.